Hallo und herzlich willkommen hier in We Are Football. Weiter geht es mit unserer Karriere und weiter geht es mit Alemannia Aachen. Ja, es steht mal wieder eine englische Woche für uns an, der 20. und 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Zuerst fahren wir zum 1. FC Heidenheim und dann kommt auf den heimischen Tivoli der SC Freiburg. Und unsere Mannschaft möchte sich natürlich nach der Niederlage gegen Köln ja deutlich verbessert zeigen. Und die Heidenheimer, genauso wie die Freiburger, versuchen zu besiegen. Wir gehen rein in die Zentrale, in die medizinische Abteilung, sehen, Eric Garcia ist noch krank. 2 Tage fällt er noch mit einem Infekt aus. Wir werden das Gespräch aber gleich am Montag suchen, vor dem Spiel gegen Heidenheim, und hoffen, dass er dann ja wieder fit ist für die beiden Partien. Wir schauen mal, wie viel Geld uns noch zur Verfügung steht bei den Finanzen. 9,9 Millionen Transferbudget hätten wir noch, 15,6 Millionen Vereinsbudget. Das heißt, wir können noch etwas in die Infrastruktur hineinstecken. Wir gehen mal rein in die Wochenplanung. Nichts steht an, das ist schon mal gut. Keine großen Anliegen. Kommen wir zur Trainingsplanung. Schnelles Umschaltspiel am Montag lassen wir drin, genauso wie Über- und Unterzahl. Regeneration am Donnerstag bleibt auch drin, auch der freie Nachmittag. Auch die andere Einheit am Freitag mit Angriff mit direktem Passspiel lassen wir drinnen. Nur am Sonntag werden wir dann ein Auslaufen vormittags ansetzen und am Nachmittag auch eine freie Trainingseinheit, damit die Jungs sich da wieder gut erholen können und auch mal wieder etwas Zeit mit der Familie verbringen können. Gehen wir rein in die Woche. Wir haben das Gespräch mit Eric Garcia. Er freut sich auch sichtlich über den Besuch. Das ist gut. Das ist sehr erfreulich. Und wir bekommen ein Angebot von Real Sociedad für Mertschetin. Ja, das war ja auch so die Krux an der ganzen Geschichte. Wir haben ja schon Tula abgegeben, mit Garcia einen neuen Innenverteidiger geholt. Aber ja, Mertschetin, er ist so ein zweischneidiges Schwert, 10,5 die aktuelle Stärke, 28 Jahre alt. Tja, wollen wir ihn abgeben, wollen wir ihn behalten? Ich denke mal, wir werden einen Termin vereinbaren, aber erst am Freitag. Und auch dann gleich nochmal nach dem Spiel, wenn wir da die Möglichkeit bekommen, vielleicht auf den Transfermarkt uns nochmal umschauen. Boca Juniors hat angeblich Interesse an Oscar Melendo. Das schreibt jedenfalls der Kicker. Ich bin da sehr gespannt, ob da noch ein Angebot für ihn hereinflattert. Wir sind jetzt erstmal angekommen am 20. Spieltag. Schauen auf die Stärke der beiden Mannschaften. 99 für Heidenheim, 113 für unsere Aachener Jungs. Auch die Aufstellung von Heidenheim. Ja, 3 Stürmer, 4er Mittelfeld, 3er Abwehrkette. Sehr interessant, besonders Maximilian Thalhammer mit 7,4 in der zentralen Innenverteidigung, sehr gewagt. Davor aber mit Mikel Wesker natürlich ein starker defensiver Mittelfeldspieler. Aber ich denke, wir sollten Heidenheim dennoch nicht unterschätzen. Das Hinspiel ging 6:2 für uns aus und wir wollen natürlich jetzt auch im Rückspiel die Partie gewinnen. Wir werden beginnen mit Kaspar Schmeichel heute im Tor, Tanganga, Araujo, Chetin und Borno in der Verteidigung. Lanzana wieder im defensiven Mittelfeld, Valverde neben Guendouzi im zentralen Mittelfeld, Oscar Melendo im offensiven Mittelfeld und Kolouris neben Gassama im Sturm. Sven Kremers heute nur auf der Bank, ja, noch nicht ganz fit, nur 75 Fitness. Samuel Vitale bleibt ganz zu Hause und auch Jude Bellingham, ja, gelb gesperrt, fällt für diese Partie aus. Auch Eric Garcia muss noch verletzt pausieren, sein Infekt, ja, noch nicht auskuriert. Aber ich denke, gegen Freiburg sollte er wieder im Kader stehen. Gehen wir rein in die allgemeine Taktik. Ja, wir verändern wieder immer nichts. Wir bleiben offensiv, auch wenn wir auswärts spielen. Heidenheim jetzt nicht der Übergegner. Ich denke, da sollten wir viel Druck vorne aufbauen. Die allgemeine Taktik bleibt gleich. Wie gesagt, Trainingszustand ist überall gut. Da können wir die Balken so lassen, wie sie sind. Auch mal der Vergleich zwischen beiden Mannschaften. Heidenheim mit einem Marktwert von 61,4 Millionen auf dem Platz zu Beginn. Und wir starten mit 180 Millionen. Das ist natürlich ja ein Topwert dieser Liga. Den Einsatz lassen wir auch bei Erfolg kommt nur im Wörterbuch vor Kampf. Und ja, was können wir wählen? Fokus könnten wir auswählen. Dieses Spiel ist ein Bonusspiel. Ich denke,
Das sollte ja kein Bonusspiel sein, Heidenheim als 16. Da sollten wir doch richtig den Augenblick drauf haben. Und daher wählen wir nach der letzten miserablen Vorstellung, erwarte ich eine Reaktion nach der Niederlage gegen Köln. Muss die Mannschaft zeigen, dass sie gewillt ist, auch wieder Leistung zu bringen. Ja, 17.000 Zuschauer im ausverkauften Alpstadion in Heidenheim. Und Emiran Team pfeift die Partie des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga Heidenheim gegen Aachen. Los geht's. Bin sehr gespannt, was heute passieren wird, ob unsere Mannschaft sich von der Niederlage erholen kann. Erste Minute, erste Möglichkeit für Aachen. Bono zu Milendo. Steilpass in den Strafraum zu Kuluris. Rückpass auf Gassama und aus 6 Metern macht er das 1:0 in der ersten Minute. Das 12. Tor von Gassama. Und in der 6. Minute ein Elfmeter für Aachen. Kuluris läuft an und verwandelt diesen Elfmeter sicher. Sein 22. Treffer schon in der aktuellen Saison. Ja, 6 Minuten gespielt. 2:0 die Führung für Aachen. Deutlicher geht's nicht zu zeigen, dass man gewillt ist, diesen Sieg zu holen. 12. Minute Angriff von Aachen, aber da ist ein Spieler von Heidenheim dazwischen und klärt die Situation. Aber der nächste Angriff rollt schon wieder. 15. Minute, Aachen ist wieder da. Guendouzi auf Kuluris, zurück auf Gassama. James fliegt und packt sicher zu. Das wäre das sichere 3:0 gewesen. Aber der Torhüter von Heidenheim hat was dagegen. 20. Minute, nächster Angriff für Aachen. Eckball auf Borneau. Lanzana mit weiten Pass rüber auf Guendouzi. Flanke in den Strafraum zu Araujo. Fallrückzieher. Aber der Ball geht am Tor vorbei. Wir sehen klaren Ballbesitz für Aachen und auch ein 3:0 Chancenverhältnis spricht für sich. Und der nächste Angriff rollt schon wieder. 27. Minute, Lanzana schießt aus gut 25 Metern und trifft zum 3:0. Sein 6. Treffer auch schon in der Saison. Er kam ja erst vor kurzem vom SC Freiburg. Und Heidenheim jetzt mal mit einem Angriff. 36. Minute, Bravo auf Michaels und Jastrzębski auf Schindler. Pass auf Veska, die Flanke kommt zu Biancardi. Aber der Ball geht weit übers Tor, die erste Möglichkeit von Heidenheim. Und ja, kläglich gescheitert. Aachen erhöht nochmal den Druck, kommt in der 43. Minute. Valverde spielt ab auf Guendouzi. Pass auf Lanzana, der in die Spitze zu Gassama, rüber auf Kuluris. Pass auf Milendo, die Flanke in den Strafraum zu Gassama. Der köpft zu Valverde. Ja, und da ist es, das 4:0. Und das schon in der 43. Minute. Aber halt, der Videoassistent, er zeigt nochmal an, das Tor sollte überprüft werden. Aber der Schiedsrichter deutet zur Mitte, gibt diesen Treffer ein reguläres Tor. Kein Aufstützen von Valverde im 5-Meter-Raum. Freistoß für Aachen, 47. Valverde bringt ihn in den Strafraum. Araujo nochmal rüber auf Cetin. Aber dessen Kopfball geht dann weit am Tor vorbei. Ja, Aachen will nicht aufhören. 49. Minute, nochmal ein Angriff. Guendouzi schießt aus 20 Metern. Und da ist es, das 5:0 zur Halbzeit. Klare Führung unserer Aachener Mannschaft. Sie zeigt die Reaktion, die wir haben wollen. Lanzana mit einer 1, den werden wir natürlich auch loben dafür. Du spielst super. Und auch Guendouzi werden wir sein Lob verteilen. Du spielst auch super. Wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Lanzana freut sich genauso wie Guendouzi. Unverändert geht's weiter. Keine Auswechslung für uns. Aber wir werden demnächst reagieren. Einigen Spielern ja etwas Erholungspause geben. Aachen wieder im Angriff. 55. Lanzana mit der Flanke zu Araujo. Aber der Ball geht weit übers Tor. Schade, schade. Nächste Möglichkeit. Heidenheim jetzt mal wieder mit einem Angriff. 57. Minute. Michaels auf Szymanski. Der dribbelt Richtung Strafraum, dringt ein, schießt von der Strafraumgrenze, aber Schmeichel hat den Ball im Nachfassen. Ja, die Fans von Aachen natürlich schon hoch euphorisiert. So sehen Sieger aus, wird schon gesungen. Und einer geht noch rein, wird auch skandiert. Ja, damit wird natürlich Heidenheim richtig verhöhnt. Aber Heidenheim kommt nochmal. 63. Minute, Busch passt auf Biancardi zu Bravo. Die Flanke geht rüber auf Jastrzębski. Kopfball auf Veska, der nochmal zu Szymanski, aber wieder Schmeichel auf dem Posten. Ja, 65 Minuten sind gespielt, wir werden jetzt etwas wechseln. Unser Co-Trainer schlägt vor, Vandenhoek für Kuluris zu bringen. Ja, das werden wir machen. Vandenhoek kommt in die Partie. Auch werden wir Ramsela bringen für Oscar Milendo, der ist einfach fitnessmäßig runter.
Und dann schauen wir mal, wie wir noch reinbringen könnten. Wir könnten Miranda jetzt mal bringen für Tanganga. Unseren jungen Spanier, den wir ja auch erst vor kurzem verpflichtet haben, ihm mal noch etwas Einsatzzeit geben. Auch nehmen wir Clinton Mola in die Partie, setzen ihn mal in die Innenverteidigung für Chert Metin. Und dann haben wir noch einen Wechsel übrig. Ich denke, wir bringen noch Agome rein. Das wäre noch eine Alternative. Oder Hefti nochmal bringen für Borno. Einmal die Verteidigung noch etwas stärken. Ja, wir bringen Hefti noch für Borno. Damit haben wir alle unsere Wechsel vollzogen. Hoffen jetzt natürlich, dass sich kein Spieler mehr verletzt. Der Einsatz wurde aber auch schon zurückgenommen. Und wir kommen wieder in der 69. mit einem Angriff für Aachen. Lanzane auf Gendouzi. Weiter Pass rüber auf Ramsela. Der bringt die Flanke in den Strafraum. Da ist Gassama und köpft den Ball zum 6:0 ins Tor. Deutliche Führung jetzt für Aachen. Und ich denke, da wird auch nichts mehr anbrennen. Der Sieg sollte sicher sein. Die Fans von Heidenheim jetzt natürlich ungehalten. Wir haben bezahlt, wir wollen was sehen. Ja, sie haben was gesehen. 6 Tore von Alemannia Aachen. Heidenheim auch wieder mit einem Angriff. 82. Minute Biancardi auf Rosales. Der rüber auf Jastremski. Pass auf Schindler, Pass auf Veska, Flanke kommt zu Szymanski und der köpft knapp über das Tor. Ja, verdient wäre ein Tor für Heidenheim auf jeden Fall, aber ja, sie treffen es nicht. Aachen jetzt wieder im Angriff, 84. Minute, Valverde mit dem Freistoß zu Mola, Flanke rüber auf Vandenhoek, der köpft direkt aufs Tor, aber James steht da und hält diesen Ball sicher fest. Ja, die Partie geht ihrem Ende entgegen. Heidenheim, die Fans sind nochmal da, pushen ihre Mannschaft nochmal nach vorne, aber es kommt nichts mehr. 6:0 der Endstand zwischen Aachen und Heidenheim. Verdienter Sieg der Aachener Mannschaft, die sich damit, ja, damit etwas rehabilitiert aus der letzten Niederlage gegen Köln. Das Derby ging ja 3:2 verloren und ja, es war einfach die Zeit der Wiedergutmachung. Laufen noch einige Partien, aber nichts mehr in der Bundesliga. Wir schauen auf den Tabellenstand des 20. Spieltags. Aachen weiter Tabellenführer, 57 Punkte jetzt. Bayern bleibt Zweiter mit 48 Punkten. Dritter jetzt Frankfurt mit 38 Punkten. Ebenso wie Düsseldorf, die auf Platz 4 runtergehen. 38 Punkte allesamt. Hertha neuer Fünfter mit 37 Punkten. Dortmund rutscht ab auf Platz 6 mit 35 Punkten. Und Platz 7 und 8 Leverkusen und Köln jeweils 34 Punkte. Am Ende der Tabelle, ja, 18. weiterhin Hoffenheim mit 10 Punkten. Dann Freiburg auf Platz 17 mit 12 Punkten. Und Heidenheim bleibt 16. mit 15 Punkten. Die Ergebnisse des Spieltags lauten wie folgt. Union verliert 1:2 gegen Mainz. Köln 0:0 gegen Düsseldorf. Freiburg verliert 0:3 gegen Schalke. Greuther Fürth 1:4 Niederlage gegen Hertha BSC. Heidenheim, wie gesehen, gegen Aachen 0:6. Leverkusen 0:0 gegen Borussia Dortmund. Bayern gewinnt 2:1 gegen Leipzig. Wolfsburg 1:0 Sieger gegen Nürnberg. Und Frankfurt 3:1 Sieger gegen Hoffenheim. Ja, der Kicker schreibt zu unserer Partie, Dick van Dijk hat eine Mannschaft zusammen, der man wirklich gern zuschaut. Die Spieler sprühen vor Motivation, selbst wenn einmal nicht alles gelingt. Mit dem Ergebnis kann man außerdem sehr zufrieden sein. Ja, in der Elf des Tages haben wir einige Spieler versammelt. Gassama ist dabei, Lanzana, Tanganga, Araujo und Kaspar Schmeichel. 5 Spieler von Aachen sind dabei. Und auch unsere Serie konnten wir ausbauen. 21 Spiele in Folge haben wir jetzt getroffen. Schauen wir wieder auf den Teamfortschritt. Ja, kleine Verbesserung für Araujo bei seinen langen Pässen. Aber eher wichtig sind die Fortschritte der Stufe. Lanzana macht wieder einen guten Schritt. Auch Valverde verbessert sich nochmal etwas, ebenso wie Gassama. Auch Agome und Yangto sind heute mit dabei. Sehr schön, so soll das weitergehen. Und damit geht die Woche weiter. Die Aufstellung ist nicht wie versprochen. Unser Co-Trainer Cedric Pfeil weist uns darauf hin, dass wir nach Form und nach Trainingsleistung aufstellen. Okay, haben wir eigentlich gemacht. Wir haben ja den Co-Trainer die Mannschaftsaufstellung machen lassen. Sehr interessant, aber da können wir jetzt nichts dran ändern. Wir haben wieder eine Transferanfrage. Young Boys Bern möchte gerne Clinton Mola verpflichten. Das werden wir natürlich ablehnen, auch wenn das Angebot von 8 Millionen recht verlockend ist. Aber ich denke, Clinton Mola wird bei uns bleiben.
Agome und Kasama trainieren nochmal mit unserem Co-Trainer eine kleine Extraschicht. Und da sind wir bei der Verhandlung für Mercetin. Ja, das ist jetzt die große Frage. Geben wir Mercetin ab? 6,5 Millionen wird geboten von Real Sociedad. Ich denke, ja, ich möchte mindestens 10 Millionen haben. 8,5 Millionen ist er wert. Durchschnittlich hat er eine 3,0 in der Liga bis jetzt. Er ist ein Riesentalent und konnte die Erwartungen auch erfüllen. Aber er ist halt auch schon 28 Jahre alt und wir haben ja mit Eric Garcia einen neuen Innenverteidiger verpflichtet, der 23 Jahre alt ist und dadurch natürlich deutlich jünger. Wir werden mal verhandeln und schauen, wie Real Sociedad darauf reagiert. Die kommen uns auf 8 Millionen entgegen. Das ist mir noch zu wenig. 10 Millionen, das ist wirklich die Mindestsumme, die ich gerne haben möchte. Besonders da Cetin ja wieder gut trainiert und schon die Hälfte wieder auf einen Stufenaufstieg geschafft hat. Wir werden nochmal verhandeln und ich denke, Real Sociedad wird dann ablehnen. Ja, so ist das auch. Die Verhandlung ist damit beendet und Mercetin bleibt bei uns. Takashi Uchino soll im Fokus des Stellenbosch FC stehen. Verpflichtung könnte schon in den nächsten Tagen erfolgen. Okay, ein Spieler aus der zweiten Mannschaft. Und wir sind dann schon angekommen zum 21. Spieltag. Aber nochmal eine Meldung für Takashi Uchino. Auch ein Interesse von KF Shigenjia Tedovo. Oh Gott, ein schwieriger Name. Hält sich hartnäckig. Da bin ich sehr gespannt, ob beide Vereine ein Angebot machen. Vielleicht verkaufen wir ihn auch. Mal schauen, was da so möglich ist. Für uns steht jetzt erstmal der Spieltag 21 an. Der SC Freiburg ist angekommen auf den Tivoli. 108 die Stärke der Freiburger, 113 für uns. Schauen wir auch wieder auf die Aufstellung der Freiburger. Drei Stürmer, Dreier Mittelfeld, Vierer Abwehrkette, rechts solide. Mit Nick Jageva haben sie natürlich einen defensiven Mittelfeldspieler, der Schwachpunkt der Mannschaft ist. Aber ansonsten alles mit 9 oder 10ern ausgestattet. Das ist natürlich auch eine gute Mannschaft, die wir erstmal besiegen müssen. Wir werden heute beginnen mit Kaspar Schmeichel im Tor, Tanganga, Araujo, Cetin und Borno in der Verteidigung. Agome heute im defensiven Mittelfeld, Valverde neben Gendouzi im zentralen Mittelfeld, Oscar Melendo im offensiven Mittelfeld und Kolouris neben Gassama im Sturm. Schauen wir mal, wer heute alles zu Hause bleibt. Samuel Vitale wird nicht mitgenommen, ebenso Jakub Jankto und auch Ferdi Drüff kommt heute nicht mit. Sehr überraschend. Wir sehen auch die Form bei vielen Spielern mittlerweile runtergerutscht. Da müssen wir auf jeden Fall was tun und den Jungs mal eine kleine Motivationsansprache verpassen. Gehen wir rein zur allgemeinen Taktik. Ausrichtung bleibt offensiv, auch die anderen Einstellungen so wie immer. Nochmal der Überblick über beide Mannschaften. 67,1 Millionen die erste Elf von Freiburg, 180 Millionen weiterhin für uns. Ja, ich würde sagen fast die gleichen Werte wie schon gegen Heidenheim. Wir lassen auch den Einsatz wieder bei Erfolg kommt nur im Wörterbuch Vorkampf. Ja, und was wählen wir aus? Was können wir heute als Ansprache wählen? Ich denke, wir haben gut trainiert und sind taktisch optimal vorbereitet. Sollte ausreichen, die Wirksamkeit natürlich nicht hoch, aber gegen Freiburg, ja, sollte das schon hinhauen. Wir schauen mal, welchen Spieler wir noch extra motivieren können. Schauen, ob vielleicht einer unserer sonst nicht so Stammspieler dabei ist. Jawohl, Lucien Agome, das wird heute dein Tag. Ihm wünschen wir besonders viel Glück und kommen damit zum 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Aachen empfängt den SC Freiburg auf dem Tivoli. 24.780 Zuschauer kommen ins Stadion und Finlay Moore ist der Schiedsrichter, der die Partie leiten wird. Los geht's! Die Partie ist angepfiffen, die Partie läuft. Freiburg, ja, erstmal mit Ballbesitz, jetzt aber wieder ausgeglichen. Kleines Plus mal für Aachen, kleines Hin und Her. Aber die erste Möglichkeit für Aachen, 10. Minute, Ecke durch Melendo, reingeschlagen in den Strafraum zu Gassama, Kopfball auf Kolouris. Und Trubin kann den Ball nochmal abfangen und leitet mit einem weiten Abschlag auf Jageva den Konter ein. Der spielt nach vorne auf Lukas Höhler. Aber der steht dann im Abseits. Konterchance vertan. Die Fans von Aachen, ja, jetzt natürlich ungehalten. Wir haben bezahlt, wir wollen was sehen. Jetzt verwöhnt vom 6:0 gegen Heidenheim.
Und der nächste Angriff rollt schon wieder für Aachen. Ecke durch Melendo in der 12. Minute. Der Ball geht an den Innenpfosten von Kulouris geköpft, aber dann wird er geklärt von Freiburg. Schade, schade, Chance vertan, aber der nächste Angriff rollt schon wieder. 13. Minute, Agumé mit dem weiten Pass auf Valverde. Spielt ab auf Kulouris, Flanke zu Gassama. Und aus 11 Metern wird der Ball in den Winkel geköpft. Aber auch hier wieder ein Videoassistent punkt den Schiedsrichter an. Das Tor wird überprüft und dann wegen Abseits nicht gegeben. Also ich habe selten erlebt, dass wenn ein Ball zurückgespielt wird, es dann abseits ist. Aber naja, was soll's. Das müssen mir wieder andere erklären. Der nächste Angriff wieder für Aachen. 15 Minuten Araujo zu Kulouris. Aber diesmal knapp vorbei. Schade, schade. Aachen wieder mit klarem Druck, klarem Ballbesitz und klarem Chancenverhältnis. Aber das Tor fehlt noch. Aachen wieder im Angriff, 20. Minute. Aber Sierreiter geht dazwischen. Ein ehemaliger Aachener spielt jetzt für Freiburg. Und kennt natürlich die alten Kumpanen sehr genau. Nächste Möglichkeit, Aachen, 25. Bono köpft den Ball ins Tor. 1:0 jetzt die Führung in der 25. Minute. Da ist es endlich passiert, das Tor für Aachen. Und der nächste Angriff rollt schon wieder. 29. Minute, Melendo auf Agumé. Pass auf Bono, Dropkick. Aber leider am Tor vorbei. Das wäre es jetzt gewesen, ein Doppelpack von Bono. Aber Aachen wieder im Angriff. 30. Minute jetzt. Melendo wieder Ecke, wieder Bono. Kopfball zurück auf Kulouris. Heber aus dem Rückraum. Ja, an den Pfosten. Und Höhler kann den Ball dann klären. Ja, Freiburg hier mächtig unter Druck. Aachen jetzt mit Chance auf Chance. 31. Minute, Valverde. Direkter Freistoß. Ja, und Federico Valverde verwandelt diesen Freistoß zum 2:0. Jetzt die klare Führung für Aachen. Und die nächste Möglichkeit schon wieder für Aachen. 35. Minute, Valverde wieder direkt aufs Tor. Aber diesmal weit vorbei. Ja, schon 9 Chancen für Aachen. Die Fans singen schon, ihr könnt nach Hause fahren. Auch der Ballbesitz klar für Aachen. Freiburg hier noch ohne Möglichkeit. Nur ein Konter bis jetzt. Und da ist schon wieder Freiburg in Gefahr. 41. Minute, Aachen im Angriff. Cetin und Trubin wehrt ihn nochmal ab. Kulouris im Nachschuss. Kulouris macht das 3:0, aber wieder der Videoassistent. Das Tor wird überprüft. Was ist diesmal passiert? Das Tor wird wieder wegen Abseits nicht gegeben. Ja, okay, diesmal kann ich es verstehen. Da stand Kulouris leider mit der Fußspitze vor dem letzten Verteidiger. Dennoch singen die Fans von Aachen schon. So sehen Sieger aus, aber 2:0 haben wir auch gegen Köln geführt. Und am Ende ging die Partie noch verloren. Wir schauen mal auf die Noten. Ja, Tanganga und Bono heute nur mit einer 4,5. Auch Agumé nur mit einer 4,5. Ich denke, unseren Verteidigern werden wir auf jeden Fall sagen, das könnt ihr besser. Und das wissen wir auch. Besonders Bono, der ja ein Tor erzielt hat, nur mit einer 4,5. Was muss der heute schlecht gespielt haben? Wir werden beiden Spielern natürlich unsere Kritik mitteilen. Beide akzeptieren auch die Kritik. Und es geht unverändert in die zweite Halbzeit. Die Fans von Freiburg stehen auf. Singen ihre Mannschaft nochmal nach vorne, kämpfen, kämpfen ist jetzt die Devise, aber Aachen wieder im Angriff. 49. Minute, Melendo mit der Flanke auf Valverde, Hereingabe auf Kulouris, vom Fünfer wird geschossen, aber Trubin hält den Ball wieder fest. 53. Minute, nächster Angriff für Aachen wird eingeleitet, Cetin zu Tanganga, Agumé dann mit der Flanke, rüber auf Guendouzi, Hereingabe auf Kulouris, aber aus dem Winkel geht der Ball leider weit vorbei. Ja, immer noch 2:0 die Führung für Aachen. Keine Möglichkeit für Freiburg. Sie wechseln auch schon einen Innenverteidiger gegen einen offensiven Mittelfeldspieler aus. Aber Aachen wieder im Angriff. 60. Minute, Gassama mit dem Kopfball zu Kulouris. Ja, aber die Chancenauswertung heute unter aller Kanone. 14 Torchancen bis jetzt, aber nur 2 Tore. Das ist natürlich nicht gut. Und jetzt kommen die Freiburger das erste Mal mit einem Angriff. 65. Minute, Zappacosta dribbelt im Mittelfeld. Weiter Pass rüber auf Günther. Der dribbelt außen entlang Richtung Grundlinie. Bringt die Flanke auf Höhler. Ja, und der Kopfball geht ins Tor. Lukas Höhler, erste Möglichkeit. Und auch gleich der Anschlusstreffer. 2:1 jetzt nur noch die Führung. Und wir werden jetzt mal reagieren müssen. 70. Minute. Freischuss nochmal für Freiburg durch Cervi. Der bringt den Ball rüber auf Haberer. Der schießt einfach mal aus 20 Metern. Aber der Ball geht am Tor vorbei. Ja, Freiburg wird jetzt deutlich stärker. Wir müssen auf jeden Fall reagieren. Tanganga heute auch nur ganz schlecht mit einer 5. Auch Bono mit einer 4,5 müssen wir auf jeden Fall rausnehmen. Wir bringen Miranda für Tanganga in die Partie.
Auch bringen wir Garcia für Araujo in die Partie hinein. Garcia damit mit seinem ersten Einsatz. Lanzana werden wir bringen für Agumé. Und Clinton Mola bringen wir für Chetin nochmal in die Innenverteidigung. Einen Wechsel hätten wir dann noch übrig. Ja, wen wollen wir noch bringen? Ich denke, wir werden Hefti noch für Bono bringen. Wir bringen jetzt Stabilität in die Abwehr. Lassen unsere Offensive zu Ende spielen. Und die Partie geht weiter. Auch Freiburg wechselt nochmal aus. Aachen aber wieder mit einer Möglichkeit. 75. Minute, Valverde direkt aufs Tor, aber diesmal wieder knapp vorbei. 2:1 weiterhin der Spielstand und Freiburg kommt. 79. Minute, Zappacosta auf Salai, der zu Bötius, rüber auf Salai wieder, der bringt die Flanke auf Höfler, Kopfball rüber auf Aujong, der zu Griffo und Schmeichel kann den Ball nochmal entschärfen. Aber Freiburg momentan das spielbestimmende Team. Aachen jetzt mit einem Entlastungsangriff, 83. Minute, Garcia auf Gassama, aber der steht leider im Abseits. Es bleibt beim knappen 2:1 für Aachen. Ja, verdiente Tore wären 5,53 für Aachen, aber es sind nur zwei. Aachen nochmal in der 89. Minute mit einem Angriff. Miranda dribbelt auf der Außenbahn Richtung Strafraum. Geht er rein? Jawohl, er dringt ein in den Strafraum. Rückpass auf Kolouris, aber dessen Ball geht wieder knapp am Tor vorbei. Die nächste Chance wieder vertan. 2:1 weiterhin der knappe Vorsprung für Aachen. Aber sie scheinen ihn über die Zeit zu retten. Nochmal eine Ecke für Aachen. 94. Melendo bringt ihn. Und da ist Garcia. Haberer versucht noch zu klären. Und Yannick Haberer mit dem Eigentor zu 3:1. Und damit Garcia ja fast mit seinem ersten Treffer im ersten Spiel. Die Partie ist zu Ende. Der glückliche Sieg am Ende doch für Aachen. 3:1 gegen Freiburg trotz klarer Überlegenheit. Also 7,17 verdiente Tore wären drin gewesen, aber es sind nur drei geworden. 17:3 Chancen und 60:40 Ballbesitz. Also Freiburg hatte nicht viel von der Partie, aber dennoch, es wurde am Ende nochmal richtig spannend. Aber das glückliche Ergebnis für uns am Ende. Beim Ergebnis würde ich sagen, ja, wie schätzen die Leistung ihrer Spieler heute ein? Das Ergebnis ist gut. Wir haben gewonnen am Ende. Wie ist ihr Verhältnis mit dem Präsidium im Moment? Ja, ich denke, das Vertrauen ist stark. Wir sind Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Und wie geht es uns nach einem solchen Spiel? Ja, ich bin ganz zufrieden, muss ich sagen, auch wenn natürlich mehr drin gewesen wäre. Schauen wir mal, was die Antworten für uns so bringen. Für die Leistung des Teams heute ein gutes Ergebnis, das hätte ich vor dem Spiel sofort akzeptiert. Zufriedenheit aller Spieler und der Öffentlichkeit plus 1. Beim Verhältnis mit dem Präsidium, ich spüre das volle Vertrauen, das ist die totale Rückendeckung. Nein, da ist die totale Rückendeckung da, okay, doppeltes da. Beliebtheit Präsidium plus 2, Öffentlichkeit plus 2. Und ja, wie geht es uns nach einem solchen Spiel? Wir sind ganz zufrieden. Die Beliebtheit der Fans und auch des Präsidiums steigt um jeweils einen Punkt. Sehr schön. Schauen wir nun noch auf den Tabellenstand der Bundesliga. Der 21. Spieltag ist absolviert. Aachen bleibt natürlich Tabellenführer mit 60 Punkten. Bayern Zweiter mit 51 Punkten, gefolgt von Frankfurt auf Platz 3 mit 41 Punkten. Düsseldorf bleibt Vierter mit 39 Punkten, Dortmund jetzt Fünfter mit 38 Punkten und Leverkusen auf Platz 6 und Hertha auf Platz 7 haben 37 Punkte. Am Ende der Tabelle Hoffenheim weiterhin 18. 10 Punkte, Freiburg bleibt auch 17. mit 12 Punkten und auch Heidenheim behält seinen 16. Platz mit 16 Punkten. Die Ergebnisse des Spieltags lauten wie folgt: Dortmund gewinnt 1:0 gegen Köln, Nürnberg 1:1 gegen Heidenheim, Hertha verliert 0:1 gegen Frankfurt, Hoffenheim 1:4 Niederlage gegen Bayern München, Mainz gewinnt 2:1 gegen Fürth, Schalke 0:3 gegen Leverkusen, Wolfsburg 1:1 gegen Union, wie gesehen Aachen gegen Freiburg 3:1 und Düsseldorf gegen Leipzig 0:0. Der Kicker schreibt zu unserer Partie: Dick van Dijk hat heute alle Reserven des Teams für dieses Spiel mobilisiert. Man konnte sehen, dass die Spieler an ihre Grenzen gegangen sind. Dieses Spiel hat Kraft gekostet. Immerhin passte am Ende das Ergebnis. Ja, und wir haben auch wieder zwei Spieler in der Elf des Tages. Kolouris und Valverde sind vertreten. Auch unsere Serie konnten wir natürlich ausbauen. 22 Spiele in Folge haben wir mindestens ein Tor selbst erzielt.
Schauen wir wieder auf den Teamfortschritt. Ja, diesmal nichts Großartiges. Bellingham nochmal mit kleinem Fortschritt bei den langen Pässen. Wir sehen aber, Eric Garcia macht einen richtig guten kleinen Schritt in Richtung Stufe 11. Das wäre natürlich wieder gut für die Verteidigung. Bono verliert leider etwas. Ja, mit einer 5 kann man da auch nur von sprechen, dass man da natürlich Negativpunkte bekommt. Wir hoffen natürlich, dass Tanganga und Bono sich in den nächsten Spielen dann deutlich besser präsentieren. Wir haben das Angebot für Oscar Melendo. Boca Juniors möchte ihn gerne verpflichten, aber 5,5 Millionen ist mir zu wenig, besonders bei einem Marktwert von 10 Millionen. Wir lehnen ab und damit geht die Woche auch zu Ende. Wir bekommen nochmal eine Erweiterung unseres Netzwerkes. In Spanien haben wir jetzt bessere Kontakte. Sehr schön, das gibt uns natürlich mehr Möglichkeiten auf dem Transfermarkt in der spanischen Liga. Nochmal die Übersicht über die Angebote für unsere Spieler. Ja, Young Boys Bern ist überrascht, dass wir das Angebot abgelehnt haben. Vielleicht kommt da nochmal was. Aber Clinton Mola, ja, er wird eigentlich bei uns bleiben. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, ihn zu verkaufen. Genauso wie Oscar Melendo, ihn werden wir auch nicht abgeben. Schauen wir nochmal, was die Liga so gemacht hat. Leverkusen verkauft bzw. verleiht 2 Spieler. Aranguiz geht nach Waasland Beveren. Und Jedlin geht nach Dortmund. Sehr interessant. Sie geben wieder mal einen Spieler an den direkten Konkurrenten ab. Jeffrey Bruma wechselt nach Düsseldorf. José Senra wechselt von Hamburg nach Schalke. In Martins Indi wechselt nach Wolfsburg. Holt wechselt zu Köln. Auch Greuther Fürth nochmal mit 9 Verstärkungen. Nürnberg gibt einen Stürmer ab an Viking Stavanger. Auch Köln gibt nochmal einen offensiven Mittelfeldspieler ab zum FC Midland. Und auch der erste FC Union verstärkt sich nochmal mit einem rechten Außenverteidiger und einem Torhüter. Leon Gerdicke schafft die Stufe 6. Herzlichen Glückwunsch dafür. 6,3 jetzt seine Stärke. Damit natürlich, ja, die zweite Mannschaft wird immer besser. Das ist natürlich sehr schön. Und wir halten hier das Angebot für Takashi Uchino aus Nordmazedonien. Okay, sehr interessant. Skenjija Tedeovo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dann verzeiht mir das bitte. Wir möchten gerne 1 Million für ihn bezahlen, aber ich denke, das werde ich ablehnen. Das ist mir zu wenig. Auch ist Takashi Uchino einfach zu wichtig für die zweite Mannschaft. Wir lehnen es ab, brauchen die Millionen jetzt auch nicht unbedingt. Ja, damit endet mal wieder eine Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Und mir bleibt nur zu sagen, mehr gibt's, wenn ihr mich wieder seht. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Euer Motu. Ciao, ciao.